Was wäre ein Weinfest ohne einen Besuch des Bürgermeisters? Gemeinsam mit den Senioren in Traiskirchen. Ein gemütlicher Nachmittag stand auf dem Programm. Warum nimmt sich der Bürgermeister Zeit und fährt mit den älteren Herrschaften mal durch Traiskirchen? Ja, ich habe die Insassen des Pflegeheimes Baden eingeladen, die Traiskirchner, die dort halt im Pflegeheim Baden sind. Dann unsere Insassen vom Seniorenwohnhaus, also vom betreuten Wohnen. Und jene, die auf Urlaub von der Einsamkeit mit waren, sind auch einige mitgefahren. Ich freue mich darüber und ich fahre mit ihnen mit einem Autobus durch die Stadt, zeige ihnen alles, was es Neues gibt, also im Sportzentrum, im Wohnbau, Pflegeheim, betreutes Wohnen, alles, was geplant ist bzw. geschehen ist. Die Rettung wurde technisch neu adaptiert. Und so habe ich ihnen auch die Semperit gezeigt, wo man eine Wiederbelebung gelungen ist, dass dort jetzt schon wieder Betriebe drin sind. Dann haben wir auch die Kläranlage besichtigt und der Leiter der Kläranlage hat den Senioren erklärt, was mit den schmutzigen Abwässern passiert, wie das gereinigt wird. Ja, dann haben wir das Stadtmuseum noch kurz besichtigt. Ja, und dann in das Betriebszentrum Traiskirchen Süd, wo wir in der Zwischenzeit, also das ist bei der Autobahnabfahrt Baden, und die 2000 Mitarbeiter haben. Der Abschluss davon ist dann natürlich immer beim Weinfest, wo ich alle herzlich auf ein Getränk und einen Imbiss einlade. Was ist das Besondere an so einer Rundfahrt? Ja, dass man immer was Neues sieht. Man sieht, wie da dazu gebaut worden ist, ne? Und das vergrößert sich immer wieder. Von Jahr zu Jahr wird immer mehr. Es war wunderschön und alles war. Wir haben viel nicht gekannt, obwohl wir da im Stadtgebiet wohnen. Also das heißt, es hat sich viel verändert im letzten Jahr? Sehr viel verändert, ja. Also in der Industrie Allenhausen, da war wirklich super. Das ist einmalig. Das ist immer ein Highlight in der Sommersaison, wenn wir die Stadtrundfahrt starten. Und ja, es sind heuer wirklich einige tolle Informationen, auch über das ehemalige Semperit-Gelände, wo sich ja doch einige Firmen jetzt angesiedelt haben. Und ja, die Senioren und Seniorinnen interessiert das natürlich, weil ja, das ist ein alteingesessener Betrieb gewesen und freuen sich natürlich, dass da wieder Leben in das Semperit-Gelände eintritt. Haben Sie das Gefühl, dass die Senioren hier in Traiskirchen aktive Senioren sind? Die Senioren in Traiskirchen sind sehr aktiv. Sie sind nicht nur, sie fahren nicht nur bei unseren Ausflügen mit, sondern sind selbst sehr engagiert und treffen sich selbst noch alle Monate bei Seniorentreffen. Und ja, das sieht man an den vielen Senioren und Seniorinnen, die bei solchen Ausflügen auch mitmachen und sehr interessiert sind.